Ich fange dann. Ja, okay. Frage: Wie viele Zentrifugen sollen wir denn machen? Ich weiß, es hat mir Baker letztens gesagt, wie viel die gebraucht haben. Also ich kann mich an 144 Cent durch Fugen erinnern. Alter Fenner. Das Turnier Cent wie Fuge. Okay. Was wir vielleicht mal holen sollten, wäre Glowstone. Moment. Josh, ist es normal, dass wir zwei Ender Dragon Eggs haben? Was? Hier steht eins. Und da hinten steht eins. Das war nur ein Ghost Bug anscheinend, oder? Ich will's hoffen. Sieht wohl so aus. Ey, ich dachte gerade schon. Ich hatte schon Angst, dass hier irgendwo ein Enderdrachen rumfliegt und ein Ei ausgeschissen hat. Haben wir noch Advanced Circuit? Nein. Brauche ich mal einen. Ich bitte auch schon mal zu entschuldigen, sollte während der Gamescom-Tage mal eine Folge ein bisschen später kommen. Weil wir werden, schätze ich mal, bis abends da bleiben und ich schätze mal schon, dass ich währenddessen keine Zeit haben werde, das freizuschalten. Ich versuche es morgens zu machen, aber wenn ich nicht dran denke, wird es wahrscheinlich erst auf abends hinauslaufen. Bennett ist nicht schlimm. Da müsst ihr euch mal gedulden. Gamescom ist auch ein wichtiger Tag. Ja. Und ich schätze mal schon, dass wir vielleicht auch nochmal da ein Video machen werden, ne? Hoffentlich. Ich muss mal meine Kamera raussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingetan habe. Ja, werden wir schon finden. Ja. Oder Okay. du. Advanced Circuit. Braucht man für Lightning Rod einfach nur den normalen Eisenzaun? Ja. Auf eine extra Seite. Normaler Circuit noch. Encode. Ja, cool. Mir schon mal aufgefallen ist, das AE spinnt, wenn es größer wird und mehr Maschinen angeschlossen sind, spinnt es öfters rum. Okay. Also nicht im Sinne von zu viel oder zu wenig Waffen, sondern einfach von, wenn man etwas in Auftrag gibt, werden einfach Aufträge gelöscht einfach. Oder es passieren unsichtbare Aufträge. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das, Hatten wir ja erst heute Mittag. Müssen wir nochmal mit Baker sprechen. Oder schreiben wir einfach ins Forum rein. So, jetzt sollten wir auch alles im AE haben, dass wir Zentrifugen gecraftet werden können. Und jetzt brauchen wir noch das Rezept für Industrial Electrolyzer. Das waren. Ah ja, das war das. Okay. Elektrolyzer brauchen wir denn? Also, Ich hab keine Ahnung. okay, warte mal. Hol mir mal einen Stift und einen Block.
Nee, mache ich jetzt nicht. Warum? Ich habe keinen Bock, den ganzen Schulkram wieder auszuräumen. Iron. Code. Was braucht man noch? Soweit sollte es dann gewesen sein. Haben wir noch eine Stahlplatte? Oh, haben wir sogar noch. Und noch ein Advanced Circuit. Jupp. Und dann können wir auch das Rezept schon speichern. So und so. So, wir haben die Rezepte auch schon für Electrolyzer und Zentrifuge drin. So eine Frage. Hast du den Integrated Circuit gesehen? Ist er schon wieder weg? Ja. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses Scheißteil. Ich habe das schon so oft nach neu gecraftet. Ich stempel das jetzt offiziell als verloren ab Ende. Willst du dann vielleicht schon mal ungefähr nachgucken, was wir für, sag mal schnell, die Zentrif ja, wie viele Zentrifugen und Elektrolyzer wir brauchen? Also ich kann entweder in den alten Folgen von Baker schauen oder es selber Ja, meinte ich nachrechnen. auch. Weil dann würde ich mal das andere machen, was wir vorhatten bezüglich dem Laserdrill da unten. Okay, dann schaue ich da mal. Okay. Und zwar, wie wir eben schon gesehen haben, der Laserdrill und der Precharger, die verbrauchen ziemlich viel Strom. Und das im Sinne von, es wird nicht so wirklich voll. Und da hatten Crazy und ich die Idee, wir haben da so einen formschönen Atomreaktor stehen. Bauen wir einfach nochmal ein. Plus eine Turbine. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal Add Big Reactors. Fangen wir dann erstmal schön mit dem Atomreaktor an. Wolltest du was sagen? Aber wir hatten doch noch etwas gesagt, was wir noch machen wollen. Ich habe schon wieder vergessen, was du meintest. Der Lavatank. Ach so, ja, wir wollen den Lavatank noch, weil wir ein Gefühl haben, dass der Lavatank auch noch bei uns ein paar Lecks produziert, und zwar ordentlich, weil wenn wir beide unten auf der Etage sind, dass wir dann nichts mehr an FPS haben teilweise, wollen wir den Lavatank nochmal ins AE über das Fluid Terminal einspeichern. Aber ich mache dann jetzt erstmal hier die Reactor Casings. Ich mache erstmal ein Stack und kannst du mir dann den Hammer geben? Der Hammer ist oben in der Diakiste. Okay. Falsche Diakiste. Ich habe es gerade mal ausgerechnet. Wir könnten drei Reaktoren von derselben Größe in die ganze Wand reinbringen. Oder wir bringen einfach hier noch einen Reaktor an und die Turbine. Okay. Hatten wir nicht mal einen Excavator? Keine Ahnung. Ach so, stimmt ja, den habe ich gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Was bei uns alles verloren gegangen ist, ist unglaublich. Haben wir noch eine Schaufel? Ich habe eine im Inventar. Wäre nett, wenn du mir sie geben würdest. Wo hast du denn die Schaufel gemacht? Nee, die habe ich schon gehabt. Aber die wolltest du ja zerstören, ne? Wollte ich? Wann war denn das? Muss das ja wegwerfen. Wann wollte ich denn das? Als wir das Portal zum Deep Dark gemacht haben. Oh. Stimmt, da war ja was.
So groß mache ich den Reaktor jetzt aber auch nicht. Machen wir einfach mal. Würden so groß machen wie den anderen, oder? Muss man sogar, glaube ich, nicht mal. Ach, du baust den direkt hier unten rein. Ja, habe ich doch gesagt. Was? Okay. Weil ich will dann gerne direkt daneben den Anschluss haben für direkt zur Turbine. Ah, okay, ja. Wie groß die Turbine ist? Die Turbine ist schon echt größer. Also ich will jetzt echt mal gucken, dass der Reaktor ca. 4-5 Blöcke groß ist und die Turbine. Ja. Sagen wir mal, der Reaktor wird jetzt 4 Blöcke groß. Turbine kann echt groß werden. Machen wir lieber 5 Blöcke. Den Reaktor? Ja. Dann mache ich aber noch einen Block in die Erde. Teilweise geht bei mir auch der Ton weg. Ach, und sollte euch jetzt irgendwie gerade wieder die Musik fehlen, ich hab's nicht vergessen, ich habe noch gerade keinen Bock, weil ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. Bei uns ist momentan echt Gewitterwechsel, Sonne, alles Mögliche und ich glaube, da steckt mir so ein bisschen was aufs Gemüt. Ich meine, ihr habt jetzt ca. 100 Folgen bei mir ohne Musik ausgehalten, da kann es auch mal wieder sein. So. Und weißt du schon, wie viel sie haben oder dauert das noch? Ich suche gerade immer noch die Folge. Ja, so viele Folgen haben sie jetzt auch nicht. Ja, aber auf dem Handy ist das dann schwer. Ah, stimmt. War ja was. Dein PC, ja. Ich spiele ja gern mal ab. Hat er gesagt, so gerne, sondern sehr oft. Okay, mach mal das Reaktor-Casing wieder hier hin. So. Mach mal hier nach oben. Mach mal 5. Und wir brauchen noch was, was zu erwarten war. Mach mal nochmal ein Stack. Am Uran soll es ja jetzt echt nicht mehr scheitern, haben wir echt genug. Du wirst nicht glauben, was gerade geschmiert ist. Minecraft? Nein. TS? Nein. Dein Handy? Mein Handy. Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Aber es hängt gerade. Klingt lustig. Machen wir wieder hier ein paar Fackeln rein. Vielleicht machen wir den gleichen Fehler wie beim ersten Big Werk, das Aufbau. Und vergessen dann die wieder. Ach, so eine Frage. Wo kommen die ganze Zeit die Bäume hier oben her? Beim Getreidefeld? Ja. Ganz einfach. Ich habe einen Sprinkler installiert, ne? Ja. Der hat einen so großen Radius. Der baut auch da das. Fuck. Der haut auch da Baumehl hin. Alter. Boah, jetzt wieder diese eine Kackfliege mal bei mir im Zimmer. Ich glaube, das wird auch bald schon zum Wandeln gekriegt, ne? Immer noch? Nee, schon wieder. Oh. Ich glaube langsam, die reproduzieren sich asexuell. Ah. So. Elf nur eins finden und ausrotten. Oh ja. So, wir brauchen Reaktorglas. Wie? Verarschen, wir haben kein Glas mehr? Deswegen gibt es extra ein Crafting-Rezept. Ich habe auch gerade 512. So ja nicht. Ich hab jetzt auch ein Crafting-Rezept für Gravel.
Machen wir schon mal das Reaktorglas. Ja, Moment, Moment, Moment. Können wir schon mal die anderen Sachen craften? Reaktor Control Rod brauchen wir, glaube ich, 5. 2, 3, 4, 5. Ein Reaktor Controller. Ein Reaktor Power Tab. Reaktor Access Port. Brauchen wir noch einen Piston. Das ist, du brauchst noch irgendwas von RedNet, das weiß ich. RedNet braucht man noch nicht mal unbedingt. Das war ja halt nur, damit wir den hier oben halt so dauerhaft laufen lassen können, ohne dass der so zu viel verbraucht. Das war ja kühlungsbedingt, aber ich habe mir nochmal die Folge vom Baker angeguckt und der hat das über den Coolant-Port gelöst. Und okay. Das mache ich jetzt dann auch mal. Weil ich finde das so eine bessere Lösung, weil wir brauchen ja auch noch was, um den Reaktor zu betreiben. Die Turbine. Die Turbine meinte ich. Mach mal hier an der Seite den Access-Port. So, dann brauchen wir noch hier. 1, 2, 3. Zeig mir schon wieder dein Access Terminal. Keine dein Wireless. Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo ich das hingepackt hab. Bei. Man kann jetzt das. Man kann hier schon ganz unten beim Reaktor das Terminal öffnen, ne? Ja? Ich hab 16 Wireless Verstärker reingepackt. Alter, bist du ein Affe. So, wir brauchen dann noch was Glas. Ja, erstmal gegen die Decke fliegen. Erstmal das Handy vibrieren lassen. Ah, ich mach nochmal ein bisschen Reaktor Casing. Machen wir nochmal 16, das sollte dann vielleicht auch reichen. Und wenn nicht, haben wir noch ein bisschen Reaktorglas über. Wo haben wir es? Jetzt brauchen wir noch die Yellowium Fuel Rods. Oh. Irgendwo. Ich wollte schon gerade sagen, ich fahre richtig neben der Spur gerade. Ich erzähle dir gleich, was ich gerade gedacht habe, das will ich jetzt nicht unbedingt der Aufnahme sagen. Okay. Hier noch das Glas rein und dann die Fuel Rods da, da, da und da, da. Duff, 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 duff. Noch die Fackel raus. Gut, verbindet sich. Dann hüpfen wir nochmal nach oben, machen noch ein bisschen was auf, weil wir ja auch nochmal kühlen müssen und das würde ich gern wieder über Liquid Ender Zeugs hier, was wir haben, weil Enderperlen sind echt genug. Oh, das ist, sind sogar noch zwei Bucket Resonant Ender, genau so hieß das scheiß Zeug. Haben wir noch einen Fluid-Transposer drin? Ja, Gloss und Eliminatoren. Gut, dann hüpfen wir nochmal runter. Und fangen mal hier an. Einmal. Dann brauchen wir noch hier ein Bucket, das soll sich dann. Jupp. Jupp, das passt. Woran erkennt man, dass es passt? Richtig, man wird raus teleportiert.
Gut, nochmal 4 Buckets. Setzen wir noch hier ein Bucket hin. Machen wir das mal so. 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 Und so. Sehr schön. Wow. So eine Frage, weißt du eventuell, wo meine Axt ist? Die Lumber-Axt? Ja. Die ist im Ei. Hä?